Oder Michael fährt ziemlich digital. Ja. 1 und 0, also entweder kein Gas oder Vollgas. Die 1 ist auf dem Fahrersitz gehockt, die 0 auf dem Beifahrersitz und ich bin nicht gefahren. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Es ist wärmer als gedacht. Bin ein bisschen warm angezogen, aber ich bin jetzt zu faul, dass ich mich entblöße. Außerdem wollte ich euch nicht neidisch machen. Ja. Das musste mal raus, für alle, die Frauen zu Hause haben, wissen, was ich meine. Oh je. Ich habe überlegt, wird das ein Video in nochmal für die IAA oder wird es eher ein fucking Heimfahrtsvideo? Und da habe ich mir gedacht, beides. Ja? Es wird Fockerchens Heimfahrt Teil 41. 41. Und da möchte ich nochmal Revue passieren lassen, was die AA angeht. Weil die Videos sind jetzt seit 2 Tagen online. Heute ist Montag. Samstag habe ich es online gestellt. Und sie laufen eigentlich nicht schlecht. Die Videos sind ganz gut angekommen bis jetzt. Habe auch verhältnismäßig wenig Daumen nach unten. Was mich sehr wundert, weil ich eigentlich schon nochmal einen anderen Qualitätsanspruch dafür gehabt habe. Und warum das denn nicht so geworden ist, wie ich mir das vorstelle eigentlich, da komme ich jetzt nämlich dann gleich noch drauf. Nennen wir das Fazit IAA 2019, Rückblick. Nennen wir es Rückblick, weil ich euch eventuell halt so mal so den ganzen Tag schildern will, wie der auch bei mir so angekommen ist. Also ich bin ja in der Früh dann los, um kurz vor 6 bin ich mit dem Zug nach Nürnberg gefahren und dann mit dem ICE nach Frankfurt. Ging ziemlich pünktlich alles. Hab mich eigentlich überrascht, bin dann in Frankfurt von Michael, Servus Michael, bin ich dann abgeholt worden mit dem E-Smart, sind wir dann standesgemäß durch Frankfurt durchgedonnert. Oder Michael fährt ziemlich digital. Ja. 1 und 0, also entweder kein Gas oder Vollgas. Die 1 ist auf dem Fahrersitz gehockt, die 0 auf dem Beifahrersitz und ich bin nicht gefahren. Ja, so. Und wir haben dann auch, weil er hat einen Ausweis, einen, na komm, fahr zu. Ja. Er hat einen Ausweis, da haben wir dann direkt in das Gelände fahren dürfen. Und das haben wir natürlich gleich ausgenutzt. Und sind dann auf der IAA angekommen und es erschlägt einen erst einmal. Also ich war schon öfters auf der IAA und jedes Mal wieder musste ich erst einmal neu orientieren, jetzt war ich schon lange nicht mehr und dementsprechend fiel es mir am Anfang ein bisschen schwer, wo die ganzen Hallen sind. Dann habe ich so ein Layout gehabt, da habe ich mir zusammengeschrieben, wo in welcher Halle das welcher Hersteller ist, den ich mir anschaue, den ihr euch auch gewünscht habt. Ich hoffe, ich bin so ziemlich jedem Wunsch treu oder ich habe jeden Wunsch erfüllen können, wobei ich weiß, dass ich nicht jeden habe erfüllen können. Also das mit den Anhängerkupplungen zum Beispiel, das hat eigentlich keiner beantworten können, selbst bei Kia nicht, komme ich aber später noch drauf. Fangen wir an. Erst einmal war ich absolut überrascht, wie viele Leute das da waren. Das heißt immer, die IAA stirbt und die Aussteller sind einige nicht mehr da. Ich glaube, das waren knappe 30 Aussteller, sind dieses Jahr nicht da gewesen. Unter anderem die komplette japanische Herstellerflotte, außer Honda. Honda war da, habt ihr im Video gesehen. Ich habe mich dann mit ein paar Hostessen unterhalten. Die haben dann auch gesagt, die sind sehr überrascht über das Feedback, was ja
die E-Autos betrifft. Ich meine, die haben ja normale auch da gehabt und ich habe es im Video, habt ihr es ja auch gesehen, dass wirklich sehr, sehr viel im E-Auto-Bereich waren. In den ersten Tagen waren ja die Pressetage, da war eigentlich auch schon gut gefüllt. Mehr Zuspruch als sonst. Und ich war ja dann in der Fachbesucher, auf die Fachbesuchertage und da war die Hölle los. Und da haben die auch gesagt, Fachbesucher waren schon lange nicht mehr so viel da wie dieses Jahr. Und dementsprechend waren sie sehr überrascht. Noch mehr überrascht waren sie eben Anklang E-Mobilität. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt momentan, die läuft ja noch, wie jetzt momentan der Zuspruch ist von den normalen Besuchertagen, aber wahrscheinlich auch sehr groß. Warum waren so viele Leute beim E-Auto-Stand oder bei den E-Autos? Hat zwei Gründe. Einmal haben sie ja nicht viel am Start gehabt. Also die haben ein E-Smart, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das waren beim Smart. Fangen wir mit VW an. VW hatte die ID3 oder ID3, hatten sie 7 Stück. 3 oben in der Empore, 3 unten im abgesperrten Raum, den sie hin und wieder halt aufgemacht haben, dass die Leute reingehen können. Und einen direkt am Eck, der war quasi 24 Stunden geöffnet, mehr oder weniger. Sondern der war also ganz normal zum Anschauen da. Ich bin dann in die Halle gekommen, da war gerade die Kanzlerin da. Es war ein absoluter Zinnober. Wahnsinn, wie ein einziger Mensch so viel Zinnober machen kann. Und ich habe dann die Bilder in den Nachrichten gesehen, wie sie dann eben in der Halle war und sich den den ID3 angeschaut hat. Ich nenne ihn jetzt ID3, ganz einfach. Und da hast du richtig gesehen, die Frau hat richtig Bock gehabt auf das Auto. Dann haben wir so eine Fahrertür aufgemacht, hat sie so reingeschaut mit dem Mikrofon vom ja, schön, sehr schön. Ja, sehr schön. Dann haben sie hinten aufgemacht. Ja, da ist ja mal Platz drin. Und dann haben sie den Kofferraum aufgemacht. Ja, da bringt man ja auch was rein. Da hast du richtig gesehen, dass das die Frau überhaupt nicht interessiert. Aber man muss so einen Aufwind machen. Ne? Also, aber das ist ein Muss für diese IAA, dass man eben großkopfige Politiker da mit einfliegen muss. Das kostet einfach Hafergeld und was macht es denn? Ja, selbst der Verkehrsminister ist eigentlich da fehl am Platz, weil CSU halt, ja. Ja gut. Und oben haben sie die Emporia gesperrt gehabt. Jetzt war unten nur der eine ID3 da. Und da haben wir schon gesagt, oh, das ist aber wirklich extrem viel los. Und dann haben wir gesagt, na, die Emporia wird bald aufgemacht. Und dann habe ich so geschaut, so 2 Minuten später sind plötzlich die ersten Leute draufgegangen. Und wie ich dann oben war, ich war ziemlich am Anfang da, war oben schon wieder alles voll. Das war wie so ein Vakuum. Ja, wenn du so eine Vakuumkugel hast, in einer riesen Halle und du machst die Vakuumkugel auf, dann füllt sich die komplett und blitzartig mit Luft und so waren die Leute. Also irgendwo ist was aufgemacht worden und schwupps waren die alle schon drin. Und dann war ich oben und dann sind schon die ersten wieder runtergegangen. Und dann haben die dann gesagt, also das waren normale Besucher, und die haben dann gesagt, jetzt werden wir uns da wieder anstellen. Hey, das ist ja der Wahnsinn, da kommst du einfach nicht zum Schauen. Und so war es auch. 7 ID3 waren eigentlich zu wenig. E-Ups haben sie 2 dort stehen gehabt, die waren auch zu wenig. Skoda, diesen Citigo, haben sie einen da gehabt. Und der Seat Mi war auch einer da. War definitiv zu wenig. Und du hast auch gesehen, dass die Leute bei den Verbrenner zwar auch waren, aber die meisten waren wirklich im E-Bereich. Und wie ich dann mich mit der guten Frau von Volkswagen unterhalten habe, hat sie gesagt, wir haben das völlig unterschätzt. Wir haben nicht mit so viel Zuspruch gerechnet. Und das ist dann immer so dieser Spruch, den man dann immer hat, ja, E-Mobilität interessiert gar keinen, stimmt so nicht. Es interessieren sich die Leute für E-Mobilität. Die
die Hersteller waren halt hinterher. So, jetzt haben sie drei halbbackende Autos rausgebracht mit dem E-Up, mit dem Mi und mit dem Citigo. Das meines Erachtens wirklich tolle Autos sind und wie gesagt, einer von den drei könnte der Nachfolger von dem Auto werden. Bin mir sogar ziemlich sicher. Und warum haltbacken? Weil das halt einfach Autos sind, die schon steinalt sind. Die steinalt sind und die einfach die alte Technik drin haben. Das heißt, alte Karosserie, alte Armaturenbretter. Also nichts, absolut nichts Besonderes. Aber halt umgebaut auf E und das macht für mich persönlich mehr Sinn als irgendwelche super tollen Designerstudien, die so sowieso nicht kommen und dann auch nicht bezahlbar sind. Deswegen finde ich das toll, dass die diese drei Autos jetzt so rausgebracht haben. Den E-Up gibt es ja schon seit, ach, müsste lügen, glaube ich 2013, 14, irgend sowas. Und der E-Up war ja auch das erste E-Auto, das ich gefahren bin, Probe gefahren bin. Und der hat eigentlich so für mich dieses Feuer entfacht, dieser Lausbub, dieser Schlümmel, dieser. Ja? Und deswegen freue ich mich, dass den immer noch in der Art, wie es ihn damals gegeben hat, immer noch gibt. Aber halt mit einer größeren Batteriekapazität. Und mehr braucht er eigentlich nicht. Ich brauche nicht mehr super tolle Seiten oder Spurassistenten und. Ich will das in dem Auto nicht. Das Auto soll günstig sein, ist er ja mit 20.000 Euro für so ein kleines Auto, ist er ja nicht günstig, wobei er halt, wie er damals rausgekommen ist, 27.000 in der Grundausstattung kostet. Er hatte zwar schon sehr viel drin, aber halt noch nicht alles. Und er hatte, glaube ich, eine 18er oder 19er Batterie drin. Und jetzt hat er doppelt so viel drin und kostet 7.000 Euro weniger. Und deswegen finde ich den Schritt passt. Ich finde diese Modelle mehr massentauglicher als ein ID3. Warum? Komme ich gleich noch drauf. Diese drei Fahrzeuge werden den Nerv von den meisten Leute treffen. Es fehlt mir immer noch irgendwo ein Kombi, 3er BMW, C-Klasse Mercedes A4, Kombi auf E, der fehlt mir noch. Und ich denke mir, also es gibt zwei Arten von Leuten, die über E-Mobilität denken. Die einen sagen, ein umgebauter Verbrenner auf E, so wie jetzt der Soul, ist nichts Halbes und nichts Ganzes, das können sie sich sparen. Und der andere sagt, besser einen umgebauten Verbrenner auf E als eine Designerstudie, die irgendwie total spacig ausschaut und so sowieso nicht kommt. Da gehöre ich eigentlich eher dazu. Weil ich finde, einen umgebauten Verbrenner zwar natürlich irgendwie halbbacken, weil Bodengruppe ja komplett gleich ist wie mit dem Verbrenner. Das heißt, du hast halt in dem Unterboden hast du Schächte drin und Führungen drin für einen Auspuff und für Kardanwelle und keine Ahnung was, wenn er Heckantrieb hat. Und das hast du halt bei einem extra produzierten E-Auto nicht. Du hast vorne zum Beispiel im Motorraum dein Motor drin, wie jetzt bei dem, also der Lader und die ganze Elektrik und der Motor ist da drin. Macht das jetzt was aus? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Ist jetzt mal zweitrangig, weil dafür haben wir einen Motorraum, also passt. Das Problem ist, wenn ich jetzt ein Auto, ein E-Auto entwickle, so wie den ID3, dann muss ich den so entwickeln, dass ich mit den alten Zöpfen komplett abschneide, wie es Tesla halt macht. Gut, die haben keine alten Zöpfe zum Abschneiden, aber die haben halt das Auto so gebaut, wie es nötig ist. Da habe ich die Präsentation angeschaut und die Präsentation habe ich auch angeschaut von Robin. Da war dann die, ich glaube es war die Pressesprecherin von Volkswagen da, oder was sogar mit der Entwicklerin, weiß ich jetzt nicht. Und die hat halt dann die Highlights von diesem Auto präsentiert. Und die Highlights waren, wir haben ein E-Auto gebaut, das alles besser macht als andere. Und dann war ich sehr gespannt, was es wirklich besser macht. Und ich bin auf ein
ja, auf ein Fazit gekommen, wo ich mir denke, Marketing-Spruch mit nichts dahinter. Oder soll ich sagen, mit nichts dahinter? Fragezeichen. Weil, was haben sie denn gemacht? Also, sie haben sich beim, das kann man halt schön sehen, bei der, ja, bei dem Video vom Robin, da haben sie sich über eine Minute lang über das neue VW-Logo unterhalten. Sehr innovativ übrigens. Aber das ist halt für die was Neues. Und über dieses Ambilight, das vorne so aktiv hin und her, keine Ahnung, leuchtet und andere Farben. Und wenn man in der Navigation rechts abbiegen muss, dann läuft dieses Licht nach rechts oder nach links. Wenn er ladet, dann sieht man den Ladestand, wie der Ladestand ist von dem Auto, von dem Akku. Wenn er halb voll ist, ist das Halbleuchten und dann rollen da so Lichtpunkte rein und dann wird es ja. Das interessiert mich bloß, wenn ich im Auto sitze. Ansonsten kann ich es über die App anschauen. Also eine Ladeanzeige hat zum Beispiel der Soul auch. Da haben wir halt drei LEDs vorne und die blinken dann je nachdem bis 33%, ab 33 bis 66 und ab 66 bis 100% dann. Also kann ich das grob auch schon sehen. Und dann haben sie Werbung gemacht, der ID3 wird, empfängt sie mit einem Augenaufschlag. Und das verkaufen die als Innovation. So, also keine VW-Bashing hier, hallo? Nicht falsch verstehen. Ich finde das, was sie gemacht haben, geil und ich finde den ID3 auch nicht schlecht. Viele schreiben, ja, der Innenraum ist nicht schön und die Plastik hier und Plastik da, ja. Aber es ist scheinbar nur in Deutschland eine ganz, ganz wichtige Sache, dass der Innenraum schön weich ist und kuschelig. Ja. Aber das Motto vom ID3 ist, haben sie überall in Laufschrift dort gehabt, Now you can. Und ich habe mich dann mit der Frau da unterhalten von Volkswagen, habe gesagt, naja, dieser Slogan Now You Can ist eigentlich nicht ganz richtig. Eigentlich sollte er heißen Now We Can, und damit ist VW gemeint. Und weil nämlich Now You Can heißt ja, jetzt kannst du, weil jetzt haben wir ein E-Auto. Alles vorher ist, kannst du vergessen. Ja? Dann habe ich gesagt, Now You Can stimmt nicht, weil ich kenn schon seit 2 Jahren. Und Tesla kennt schon viel, viel länger. Also soll es eher Now We Can heißen. Und das Problem beim ID3 ist ganz einfach. Du kaufst das Auto, du fährst vom Volkswagenplatz raus und Volkswagen lässt dich mit dem ID3 genauso im Stich wie mit jedem anderen auch. Ist auch nicht ihre Aufgabe. Weil du wirst mit dem ID3 die gleichen Ladeprobleme haben, wie mit jedem anderen E-Auto auch, außer Tesla. So, und wenn sie sagen, sie machen alles besser, dann müssen sie auch das besser machen. Autos kann heutzutage eigentlich so gut wie jeder bauen. Und dass es keine schlechten Autos mehr gibt, ich glaube, da stimmt es ja alle mit ein, weil selbst der Dacia ist kein schlechtes Auto, ob man jetzt mag oder nicht. Jeder hat seine Existenzberechtigung, Preisklasse, Optik, Sportlichkeit und so weiter. Nicht umsonst gibt es viele Leute, die wirklich viel Geld für ihr Auto ausgeben. Wenn ich zum Beispiel ein Mini anschaue, der Mini war schon immer ein bisschen teurer. Krasses Teil, oder? Vor einem Raupenantrieb, irre. Minifahren war schon immer ein wenig teurer und die Leute sind aber auch gewöhnt, mehr Geld auszugeben für einen Kleinwagen. Und das ist okay. Ja. So, aber wenn man ein Fahrzeug von Grund auf entwickelt, muss was anders kommen. Es sei denn, man wird auf dem kalten Fuß erwischt. Wie hieß das wieder? Man wird auf dem kalten. Ach Quatsch! Man wird auf den falschen Fuß erwischt. Man wird auf dem falschen Fuß erwischt und man hat es eilig. Und so kommt mir der ID3 vor. Ein sicherlich nicht schlechtes E-Auto,
sehr eilig auf den Markt geschmissen. Das ist fast wie eine Spielkonsole, weil damals die PS4 hat damals die Xbox One von Microsoft ziemlich kalt erwischt. Jetzt haben wir es mal kalt erwischt oder auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt haben wir es. Ja. Und Xbox hat dann sehr schnell reagieren müssen und hat eine halbfertige Konsole auf den Markt geschmissen. Und das merkt man heute noch. Das ist keine schlechte Konsole, aber ist ja dann die Xbox X ist ja dann rausgekommen. Eigentlich hätte die normale Xbox werden sollen. Und so kommt man das ein bisschen mit dem ID3 auch vor. Also so halb fertig, schnell auf dem Markt, weil jetzt müssen wir reagieren. Vorher die E-Mobilität schlecht gemacht, jetzt haben wir was Eigenes, jetzt ist alles gut. Ja? So. Das ist das Fazit zu meinem ID3, weil sicherlich kein schlechtes Auto, aber so richtig fertig entwickelt kommt aber nicht vor. Mi, Citigo, E-App, das waren für mich so die Bringer und ich glaube, dass die E-Mobilität wirklich weiterbringen. Der Honda war für mich das Highlight, das habe ich keine Ahnung, wie oft in dem Video gesagt, das tut mir leid. Ich würde mir aber nie kaufen, weil er mir viel zu teuer ist für das, was er bietet. Aber das ist auch so ein Mini-Effekt. Es gibt Leute, die kaufen den, weil sie halt einfach mehr Geld ausgeben wollen für ein bisschen ja, Extravaganz. Ja, mit dem Display vorne drauf. Das ist mir alles zu viel. Ich will einfach meine Rundinstrumente, selbst die digitalen Displays hier auf dem oder im Soul, das haben wir zu verspielt. Das muss nicht sein. Gibt es mal einen normalen Tachometer und vielleicht eine analoge Akkustandsanzeige, macht es doch keinen so einen Scheiß, das muss doch nicht sein. Macht es doch normale Autos. Ja, und dann könnt ihr ja Connectivity mit dem System machen von mir aus, das ist egal. Aber das muss nicht sein. Der Kona schaut innen aus wie so ein Kaugummi-Auto. Das heißt, das ist ein Auto, das ist einfach überfrachtet mit Anzeigen und dann so, Hauptsache digital, ob es Sinn macht oder nicht. Und das muss nicht sein. Also ich bin eher der Typ, wenn ich sage, Mensch, wenn schon was macht's. Aber beim Motorrad, ich will einfach klassische Rundinstrumente, nenn's mich altbacken, nenn's mich altfocker, das ist mir völlig egal. Ich bin halt so getickt. So, und dementsprechend würde ich mir den Honda nicht kaufen, weil er mir zu teuer ist. Ist schon irgendwie geil, aber ja, mir gefällt er von außen, gefällt er mir sogar noch viel besser als von innen. Was mir nicht gefällt, ist die Anordnung von den virtuellen Spiegeln, weil es ein bisschen glotzig ausschaut, aber das ist Geschmackssache. So, kommen wir zum Mini. Der Mini ist im Endeffekt ein anders verpackter i3. Die Komponenten werden alle ziemlich vom i3 stammen. Was Sinn macht, weil die Komponenten schon da sind. Was Sinn macht, weil der i3 eigentlich für mich eine Fehlentwicklung war. Nicht als Auto selber, sondern wie sie es aufgezogen haben, als komplette Eigenentwicklung, ja, aber hier gleich mit Carbon und schieß mich tot und das hat irre viel Geld gekostet. Das haben die erst mal reinbringen müssen. Da macht der Mini mehr Sinn, auch wenn er ein umgebauter Verbrenner ist. Der Corsa E ist für mich ein wirklich tolles Auto, wobei es viele geschrieben haben, es ist halt ein Peugeot und ja, das ist so, aber damit werden wir jetzt leben müssen, weil Opel halt jetzt Peugeot ist. Ist halt so. Ich finde es gut, der hat eine 50 Kilowattstunden Batterie drin. Das heißt, Reichweite ist mit dem kleinen oder ja, Kompaktauto, sagen wir mal so, eigentlich gegeben. Leistung 136 PS, glaube ich, hat er. Sowieso. Geht sowieso. Wie Hacke. Ja, da tut sich ein größerer Verbrenner schwer und dementsprechend ist es das Fazit von mir. Wir haben Autos gesehen, die jetzt demnächst kommen. Wir haben Autos gesehen, die demnächst kommen, die auch bezahlbar sind, auch wenn viele Leute sagen, für so ein kleines Auto 20.000 Euro plus ist wirklich ein Haufen Geld. Ja, natürlich. Für viele oder für manche zu viel. Ich habe für das Auto umgerechnet 27 zahlt, wenn ich jetzt für den Up oder für den Skoda oder Seat plus 17 dann zahle mit der Förderung, dann sind es 10.000 Euro weniger für mehr Kapazität. Corsa ist ein wirklich schönes Auto gewesen innen
und außen auch, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Man muss Opel mögen. Ich mag Opel. Opel ist eine sympathische Firma, immer noch. Aber was ist mit den anderen? Was ist mit Mercedes? Audi. Natürlich hat Audi diesen A3 e-tron da, oder wie der heißt, rausgebracht und hat ihn gezeigt. Da war mir aber zu viel los, da bin ich wirklich nicht hin. Aber bezahlbare Autos waren eigentlich sonst auch nicht da. Hyundai hat den neuen Kona gezeigt und der neue Kona kostet ausstattungsbereinigt, kostet der über 3000 Euro mehr als den wir haben. Er hat ein größeres Display vorne drin, er hat einen Dreiphasenlader drin, ah siehst du, muss ich auch noch was sagen, und er hat ja, Connectivity mit der App, aber das sind für mich gerade 3000 Euro wert, sonst bleibt ja alles gleich. Ich habe auch einen Fauxpax gehabt, einen Fauxpas, denn ich habe ja in das Video reingeschrieben, der Citigo, der Mi und der E-Up haben drei Phasenlader mit 11 Kilowatt. Hat sie dann als falsch rausgestellt, habe ich dann auch gleich geändert, so gut wie es ging, weil ich habe mich nämlich vorher erkundigt, ich bin dann hin, also erzählen Sie mal ein bisschen was, technische Daten, und bei zwei Ständen haben sie mir gesagt, das ist ein Dreiphasenlader mit 11 Kilowatt. Deswegen habe ich auch diese Information auch so ins Video weitergegeben. Habe mich darauf verlassen, wird mir nicht mehr passieren. Ja, ich werde wirklich selber dann nochmal nachschauen, weil in dem Fall war es falsch. Und dafür möchte ich mich auch ganz herzlich entschuldigen. Wenn ihr bis dahin ausgehalten habt mit dem Video, dann seid ihr gut. Ja, schreibt es runter in die Kommentare. War für euch die IAA wirklich der sterbende Schwan? Oder können sie es noch umreißen? In zwei Jahren ist wieder eine, bin ich mir sicher, und da wird noch mehr E kommen. Hoffe ich. Und vielleicht sieht man dann auch mal was Neues von BMW. Weil die haben meines Erachtens ziemlich abgestunken. Das würde jetzt der Hirs nicht gerne hören. Servus Hirs. Aber ja, vielleicht fahre ich bald zweiradmäßig BMW. Dann sind wir auch wieder im Grünen. Servus, sagt Locker, euer Fokker.